Hallo, liebe Eltern, Familien und Erwachsenen. Ich bin die Sina und ich bin Kindergärtnerin. Hier findet ihr verschiedene Videos, einmal für die Erwachsenen mit Tipps und Tricks zur Kinderbetreuung und einmal für die Kinder. Diese Videos können Sie dann selbstständig schauen und anschließend mit meinen Anleitungen in den Videos etwas spielen oder basteln. In diesem Video geht es aber um 10 Tipps oder Tricks, die Sie nutzen können für die Kinderbetreuung. Ich werde diese kurz zusammenfassen, damit Sie wissen, auf was Sie achten können. Erstens, halten Sie regelmäßige Schlafenszeiten ein, für Sie und das Kind. Durch den Alltag zu Hause und die Umstrukturierung kann es schnell passieren, dass wir uns nicht mehr an gewohnte Schlafenszeiten halten. Zweitens, besprechen Sie News nicht vor den Kindern, sonst wächst bei Ihnen Angst, Misstrauen und Unsicherheit. Gefühle, die Ihr Kind vor allem in dieser momentanen Situation nicht zuordnen kann, geschweige denn verarbeiten. Wenn Sie Neuigkeiten besprechen wollen, dann achten Sie darauf, dass das Kind in einem anderen Raum ist, am Spielen oder im Freien. Drittens, essen Sie gesund und beziehen Sie Ihr Kind bei der Zubereitung mit ein. Sie werden staunen, wie viel Spaß das macht. Ihr Kind wird sich schnell daran gewöhnen und zusätzlich lernt es für sich selbst, was es heißt, gesund zu essen. Und ich denke, die Kinder werden schnell erkennen, wie viel sie eigentlich tagtäglich für das Kind zubereiten. Von Z'morgen zu Z'nüni, Mittagessen oder Abendessen. Vierter Tipp. Singen Sie nach Lust und Laune. All dieser Frust und das Unwissen über die momentane Situation zeichnet sich nicht nur in unseren Gedanken, sondern in unserem Körper ab. Durch das Singen strömt ganz viel Luft in die Lungen und somit in die Zellen. Das ist wichtig für Ihre Gesundheit, aber auch für Ihre Psyche und Ihren Körper. Nicht nur Lungen füllen sich, sondern auch der Raum mit Musik. Und bald schon trifft Spaß und Freude in der Wohnung auf. Suchen Sie gemeinsam mit den Kindern eine Playlist oder tolle Lieder. Drehen Sie die Musik auf und singen Sie einfach darauf los. Fünfter Tipp: Bewegung und Sport. Wir werden immer eingeschränkter in unserem Alltag. Wie können wir uns noch bewegen, ins Schwitzen kommen und unserem Körper das geben, was er braucht? Oder uns einfach mal auspowern? Turnstunden gibt es nicht. Gym sind geschlossen und im Freien sollte man sich auch nicht in großen Gruppen aufhalten. Beginnen Sie mit Homeworkouts, die Spaß machen. Seien Sie kreativ, nutzen Sie Kissen, Wasserflaschen, den Boden, eine Decke oder weiteres. Es gibt viele lustige Ideen, die man in der Wohnung, auf dem Balkon oder in einem Park machen kann. Sechstens, frische Luft. Lüften Sie regelmäßig und gehen Sie hinaus. Meiden Sie zu Ihrer Gesundheit große Gruppen, aber im Wald hat es immer ein leeres Plätzchen. Und wer weiß, vielleicht hat es dort ja auch eine Grillstelle. Siebter Tipp: Homeschooling. Nehmen Sie die Inputs der Lehrpersonen und machen Sie das Beste daraus. Aber wenn alles zu viel wird und die Zeit vor dem Bildschirm durch Homeoffice, Kinderbetreuung und Schule so maximiert wird, dass Sie oder Ihr Kind kein Zeitgefühl mehr haben, spätestens dann wird es Zeit, alle Bildschirme zu schließen, die Jacke anzuziehen und einen Spaziergang zu machen. Denken Sie daran, weniger ist mehr. Achter Tipp: Ruhe. Ein seltenes Gut bei Familien. Noch weniger in dieser Zeit jetzt. Doch genau deshalb ist es wichtig, dass Sie sich diese Ruhe nehmen. Stellen Sie eine Sanduhr auf oder stellen Sie einen Wecker. Und solange wie die Zeit läuft, sagt man nichts und ist einfach ruhig. In dieser Zeit können die Kinder ein Buch anschauen, träumen, liegen, etwas zeichnen oder vielleicht ein Hörspiel hören. Anfangs sicherlich ungewohnt und nur über eine kurze Zeitdauer möglich. Doch je regelmäßiger durchgeführt, desto mehr gewöhnen sich die Kinder daran und werden sogar von sich aus nach der Ruhezeit fragen. Neunter Tipp: Kleine Dinge wertschätzen. Das Kind muss nicht 10 Zeichnungen machen, sondern eine reicht. Und wenn diese wertgeschätzt wird, vielleicht sogar aufgehängt wird, dann wird das beim Kind ein Gefühl der Vollkommenheit zurücklassen. Und so kann man sich den kleinen Dingen widmen, wie zum Beispiel einer Blume im Garten oder auf dem Weg. Denn wenn man genau hinschaut, dann sieht man plötzlich ganz viel faszinierende Dinge, die man vorher gar nie bemerkt hat. Jetzt haben wir ja die Zeit dazu. Zehnter und letzter Tipp: Trinken. Und damit meine ich Wasser.
trinken Sie genug Wasser, möglich auch in Form von Tees oder ungesüßten Getränken. Unser Körper braucht viel mehr Wasser, als wir ihm eigentlich geben. Vor allem aber jetzt, wo das Immunsystem, unsere Mundschleimhäute und Nervensystem gefragter ist denn je. Zu Beginn ist das sicher eine Umgewöhnung. Aber wenn wir uns und den Kindern immer automatisch ein Glas, ein Becher oder sogar eine Flasche Wasser hinstellen, greifen wir reflexartig darauf zurück, wenn wir Durst haben. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, die Tipps haben Ihnen gefallen. Und wenn Sie weitere tolle Ideen für Ihre Kinder oder Tipps für die Kinderbetreuung haben wollen, dann klicken Sie auf Abonnieren. Bis bald zum nächsten Video.